Kaspersky ist derzeit in aller Munde. Innerhalb von nicht mal 24 Stunden habe ich von mindestens 10 Leuten die Frage bekommen, was ich zu Kaspersky meine. Sollte man das wirklich deinstallieren? Was sollte man stattdessen nutzen? Und vor allem, was hat es mit der Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik auf sich, die ja explizit vor Kaspersky derzeit warnen? Heute gibt es daher ein kurzes Video außerhalb des regulären Upload-Plans. Vielleicht habt ihr es ja gemerkt, heute ist nicht Freitag. Da ich meinen armen Cutter auch nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit knechten kann, das geht nur bei mir selbst, entschuldigt bitte den eher ärmeren Schnittstil. Los geht's! Das BSI hat gestern am 15.03. eine offizielle Warnung für Software von Kaspersky herausgegeben. Kaspersky ist ein russischer Antiviren-Softwarehersteller und wohl einer der am weitesten verbreiteten in ganz Deutschland. Der Grund dafür, für die Warnung, ist der Krieg in der Ukraine, der auch auf die IT-Welt einen großen Einfluss hat. Habt ihr vielleicht in meinen letzten Videos gesehen. Jetzt ist aber Kaspersky ein russischer Softwarehersteller und das macht die Sache natürlich kompliziert. Antivirensoftware scannt eure Systeme nach Malware. Ich weiß, ich bin mal wieder ein Sherlock. Das Problem dabei ist allerdings, dass Antivirensoftware dazu sehr tiefe Eingriffe in das System benötigt. Normale Software, also euer Browser zum Beispiel, läuft auf einem Level ohne Systemberechtigung. Euer Browser darf zum Beispiel im normalen Betrieb keine Änderungen an Systemdateien vornehmen. Er darf nur wenige Dateien überhaupt anfassen, um sie zum Beispiel zu lesen. Eine Antivirensoftware hingegen darf, wenn das so eingestellt ist, jederzeit auf eure Systemdateien zugreifen. Da könnte ja immerhin auch ein Virus drin sein, also müssen die das auch, die müssen das ja scannen können. Es darf in eurer Systemregistrierung nach Viren suchen und im Zweifel darf es auch eure Systemregistrierung ändern. Im Endeffekt ist eine Antivirensoftware also so mächtig wie ein Administrator von einem System. Deswegen sind Antivirenprogramme auch ein häufiges Ziel von Angriffen, denn wenn ein Hacker Zugriff darauf bekommt, hat er gleich Zugriff auf das ganze System. Hat man den vollen Zugriff, kann man beliebigen Code ausführen. Kann man all eure Daten stehlen, eure Webcam anschalten und noch sehr viel mehr machen. Im Zweifel könnte man sogar Angriffe auf andere Systeme von eurem Rechner aus starten. Das BSI begründet nun die Warnung bezüglich Kaspersky so. Ich zitiere, das Vorgehen militärischer und oder nachrichtendienstlicher Kräfte in Russland sowie die im Zuge des aktuellen kriegerischen Konflikts jüngst von russischer Seite ausgesprochenen Drohungen gegen die EU, die NATO und die Bundesrepublik Deutschland sind mit einem erheblichen Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Zitat Ende. Das heißt, Russland könnte alle Firmen, alle Bürger für einen Krieg verpflichten und aufgrund der Drohung, die Putin schon geäußert hat, könnte, die Betonung liegt auf könnte, man auch IT-Hersteller verpflichten zu helfen. In dem Fall heißt helfen, Informationen beschaffen, die Russland einen Vorteil verschaffen. Also Cyberspionage durchführen. Aber man könnte auch eure Systeme mit Malware verseuchen. Diese Malware, genannt Ransomware, verschlüsselt eure PCs und erpresst euch dann in Bitcoin, damit ihr eure Daten wiedererlangt. Das ist im Grunde genau das, wovor euch Kaspersky und andere Virenschutzsoftware eigentlich schützen sollen. Würden nun einige tausend Menschen erpresst und Russland Zahlungen in Bitcoin erhalten, dann könnten die wiederum so effektiv Sanktionen umgehen, denn Bitcoin, mit dem man ja diese Ransomware bezahlt, ist ein weltweites Zahlungsmittel und ist nicht direkt von den Sanktionen betroffen. Während man kaum mehr Kaufkraft mit zum Beispiel dem Rubel hat, kann man mit Bitcoin nach wie vor das Ganze in Dollar tauschen und damit dann shoppen gehen. Der dritte und letzte Grund, warum das BSI vor Kaspersky warnt, sind Sabotageaktionen, also einfach nur zerstören. Eure privaten Rechner, auf denen Kaspersky läuft, könnten an einem Angriff teilnehmen, der die deutsche oder aber auch die ukrainische Infrastruktur angreift und per Denial of Service zum Beispiel lahmlegt. Bei einem Denial of Service Angriff wird einfach nur stumpf irgendwas an einen Dienst geschickt, an einen IT-Dienst geschickt, sodass der einfach von der schieren Masse an Anfragen überwältigt wird. Dadurch kann das System seiner normalen Tätigkeit dann nicht mehr nachgehen. Als Beispiel. Versucht die Ukraine ihrer Bevölkerung etwas mitzuteilen, dann tut sie das über Websites, über die Regierungswebsites. Sind diese jetzt aber 10.000 Mal so oft besucht wie normalerweise, dann sind die Server von denen einfach zu schwach und kommen nicht mit Antworten hinterher. Denn die können nicht unterscheiden, ob jetzt ihr als Person auf die Website zugreift oder ob das euer bösartiger Virenschutz ist.
Dadurch geht die Website von der ukrainischen Regierung in die Knie und die Bevölkerung kann sich nicht informieren. Ist allerdings sogar Kaspersky auf Rechnern mit kritischer Infrastruktur installiert und explizit davor wird auch gewarnt vom BSI, dann könnte man natürlich auch einfach direkt das ganze kritische System lahmlegen. Das heißt, Krankenhäuser und deren Geräte zerstören, Stromversorgung kappen, noch vieles, vieles mehr. Alles, was eben mit Informatik irgendwie zu tun hat, was einfach mittlerweile fast alles ist. Man könnte Lieferketten lahmlegen und so weiter und so fort. Aus diesem Grund empfiehlt das BSI, die Software Kaspersky durch alternative Produkte zu ersetzen. Einrichtungen mit extra hohen Sicherheitsanforderungen dürfen sich sogar beraten lassen beim BSI jetzt aktuell. Es steht aber auch dabei, dass so ein Wechsel aufwendig ist und man individuell abwägen soll, ob das überhaupt nötig ist. Wichtig für euch ist nun also, es besteht keine akute Gefahr vor Kaspersky. Kaspersky selbst hat sich ebenfalls dazu geäußert und gesagt, dass sie als private Organisation keine Verbindung zur russischen oder irgendeiner Regierung haben. Ihre Infrastruktur liegt sogar seit 2018 in der Schweiz, einem besonders datenschutzfreundlichen Land eigentlich. Ebenso ist ihre Infrastruktur nach einem hohen Standard, nämlich der ISO 27000, gesichert. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, sie schreiben, Zitat, wir glauben, dass der friedliche Dialog das einzig mögliche Instrument zur Lösung von Konflikten ist. Krieg ist für niemanden gut. Zitat Ende. Sie haben also diese Sache in der Ukraine, die man in Russland nicht mal genauer betiteln darf, wirklich als Krieg bezeichnet. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, wie das auf staatlicher Ebene in Russland so abläuft und wie weit die russische Regierung gehen darf oder gehen würde, aber tatsächlich muss man sagen, zwingt die russische Regierung einen Geheimdienstmitarbeiter zum Beispiel einzuschleusen bei Kaspersky, egal ob jetzt mit oder ohne deren Erlaubnis, und der ändert dann etwas am Code und manipuliert die Systeme von Kaspersky, dann wären die obigen Szenarien nicht mehr unbedingt abwegig, das heißt, sie wären eigentlich möglich. Was sollte man also stattdessen machen? Das BSI schreibt, man solle die Antivirensoftware durch eine andere ersetzen. Aber wenn man genauer hinsieht, schreiben sie auch, dass man auch einfach die systemeigene Schutzkomponente aktivieren kann. Das heißt, speziell unter Windows ist eigentlich von Microsoft selbst ein Virenschutzprogramm schon von Haus aus vorinstalliert. Der Windows Defender hat dabei aber einen entscheidenden Vorteil. Und zwar, er ist einfach sehr viel besser in Windows selbst integriert. Das heißt, er hat keine so weitreichenden Berechtigungen nötig, weil er einfach besser in das System eingegliedert ist, als ein anderer Virenschutz das ist. Dazu ist aber auch immer wichtig, dass viele Leute sich mit Virenschutz häufig in falscher Sicherheit wiegen. Man sollte trotzdem nicht einfach irgendwas runterladen und ausführen. Dass ihr eure Software wie diesen Browser, mit dem ihr das gerade aktuell guckt, aktuell haltet und immer Patches installiert, ist sehr viel wichtiger als eine Antivirensoftware. Es gibt noch das Phänomen der bösartigen Websites, die einfach Viren bei euch ausführen, aber selbst dazu braucht es in der Regel eine Schwachstelle in eurem Browser. Und Google, die die Engine für einen Großteil der Browser entwickeln, die sind wirklich sehr, sehr schnell im Reparieren. Das heißt, die Browser sind meistens nicht der Angriffspunkt. Habt ihr sicheres Nutzungsverhalten, also zum Beispiel ihr öffnet keine Anhänge von E-Mails einfach so, dann könnt ihr Kaspersky also tatsächlich getrost deinstallieren. Ihr braucht aber nicht mal was Neues danach. Der Windows Defender ist, wie gesagt, völlig ausreichend. Aber, wie gesagt, vorausgesetzt, ihr denkt euch nicht, Maschallah, ein Fortnite-Hack, Digga, erstmal fett kleine Kinder abziehen, lol. Ja, so viel dazu. Abo nicht vergessen und schreibt mir einen kleinen Kommentar, welchen Virenschutz ihr so benutzt. Beziehungsweise welchen ihr benutzt habt, falls ihr jetzt gerade gewechselt habt. Und dann bis Freitag, ihr kleinen Hexes.